So, meine lieben Freunde, Hallöchen und herzlich willkommen zurück. Ja, zu Let's Play Sommer und Mara, und zwar folgendermaßen. Ich habe es endlich geschafft, die Jaja-Blume zu kriegen. Und zwar habe ich mich auch mal ein bisschen reingelesen. So, die Jaja-Blume kriegt man, die wächst nicht einfach so. Und zwar habe ich die irgendwie hingekriegt, indem ich einfach einen Brunnen in die Nähe von diesem Erinnerungsschrein auf meiner Heimatinsel gebaut habe und bin einfach mal mit dem Eimer Wasser drumherum gelaufen und zack, am nächsten Tag waren dort drei Blümchen. Das war schon mal super und dementsprechend dachte ich, jo, übrigens, das Auflösen so, dass die Piraten alle weg sind, ist ein bekannter Bug. Bedeutet, wenn du das erste Rennen gegen die machst und verloren hast, was natürlich sein kann, was geskriptet ist, findest du diese Piraten nicht auf der Map. Diese Piraten kommen allerdings wieder, wenn du das Rennen bei dem gemacht hast, und dementsprechend war es die einzige Möglichkeit, die ich jetzt gerade gemacht habe, und dementsprechend muss ich hier jetzt weitermachen. Wie dem auch sei, wir machen hier weiter. Dann sollten nach dem Rennen alle Piraten wieder da sein. Und dann kann ich auch die anderen Sachen wieder machen. Ja, wunderbar. Hoffe ich zumindest. Wir sehen, wie es weitergeht. Und ich würde sagen, es geht los. Hast du so eine Blume schon mal gesehen? Diese Blume, Kind. Warum quälst du mich mit der Vergangenheit? Weil dieser Kristall sehr wichtig für mich ist. Weißt du etwas über diese Blume? Sie wächst auf meiner Insel. Hako hat ihrer Besatzung immer einige dieser Blumen gegeben. Und mein Vater schenkte sie immer mir. Manchmal brachte er mir einen ganzen Strauß, der während seiner Abwesenheit aufblühte. Er sprach immer voller Leidenschaft von Hako. Wenn Jet mich geliebt hat, warum hat er mich dann allein gelassen? Warum hat mein Vater mich im Stich gelassen und meine Erziehung der Marineakademie überlassen? Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Vielleicht war er kein guter Vater. Vielleicht musst du ihm auch nicht verzeihen. Aber du kannst ihn nicht für den Rest deines Lebens hassen. Dieser Guido. Meine Großmutter Hako hat mal gesagt, dass wir manchmal unsere Insel verlassen müssen. Das heißt jedoch nicht, dass wir sie nicht lieben. Ich denke oft an meine Seemöwen, wenn ich unterwegs bin. Und an meine Pflanzen. Und ich komme immer wieder zurück und genieße sie. Das ist vielleicht nicht dasselbe, aber ich bin mir sicher, dass dein Vater dich geliebt hat, auch wenn er kein guter Vater war. Bist du auch ganz allein? Das war ich. Aber jetzt habe ich viele Freunde. Ich hasse meine Großmutter nicht dafür, dass sie mich auf der Insel alleine gelassen hat. Du bist sehr erwachsen für ein Kind. Ja, weil ich eine Abenteurerin bin. Lass uns Folgendes tun. Ich wette den Kristall gegen die Blume. Abgemacht? Abgemacht. Oh je. Tritt nochmal gegen Eriti an und wette die Blume von Hako gegen den Kristall. Okay. Dann will ich mal los. Kann sein, dass sie stehen bleibt und jetzt extra verliert? Ich habe so das Gefühl, dass das nämlich der Fall ist. Egal, ich fahr los. Es gibt aber auch keine Plätze fertig losen, so ein Kram. Und hier steht auch nicht, wo ich lang muss. Na egal, ich fahre einfach los. Ich denke mal... kann sein, dass sie nicht losgefahren ist. Puh, das war knapp. Aber du hast verdient gewonnen. Ja, sieht ganz so aus. Hier ist die Blume, was? Aber du hast gewonnen. Ein Trostpreis für dich. Du musst die Vergangenheit nicht vergessen. Behalte deine schöne Erinnerung an Jet. Hier hast du den Kristall. Er gehört dir. Yuppie. Ach so. Hast du nicht etwas von einem Brief gesagt? Ich erinnere mich nicht mehr so gut, was in ihm stand. Hako hat irgendwas davon geschrieben, dass sie ein letztes Mal die Hilfe ihrer Besatzung braucht. Und dass der Kristall sicher aufbewahrt werden soll. Und dass eines Tages ein Mädchen ihn abholen würde. Du. Außerdem sollten wir ihn dir nur geben, wenn wir sicher sind, dass du für ihn bereit bist. Deswegen ist der Kristall also verschwunden. Wo könnten die anderen beiden sein? Hier, das habe ich von meinem Vater aufbewahrt.
Es ist ein Foto der Besatzung. Er zeigt es. Er zeigte es mir immer, wenn er mir Geschichten über die Marine erzählte. Vielleicht haben Saimi und Duna die anderen Kristalle. Sieht ganz so aus. Ich sollte Saimi fragen. Wegen den Elits. Ich rede mit den anderen Piraten, keine Sorge. Super. Frage Saimi nach Hakus Dingsbums. Oh, super. Ich glaube, es geht jetzt langsam wieder los. Super, freue ich mich. Ich weiß ja jetzt mittlerweile auch, dass ich die Kristalle ins Dingsbums einladen muss. Ich glaube, die hat extra verloren. Weil die wollte unbedingt wissen, dass ich ein bisschen erwachsen bin. Und das habe ich ja damit, hat die Koa ja bewiesen. Ach, Koa. Koa, liebste Koa, du bist echt super. Und du hast, ja genau, hier habe ich das Ding gebaut und habe dann hier gepflanzt und hier einfach rumgelaufen. Und am nächsten Tag waren drei Blumen hier. Ja. Mal gucken, vielleicht schaffe ich das morgen auch noch. So, es wäre schwer, diesen Kristall zu bekommen, aber Eri hat ein gutes Herz. Super, gut, was muss ich machen? Frag Saimi nach Hakus Brief. Und jetzt kann ich auch dementsprechend vielleicht auch die anderen mal finden. So, was essen. Ein Apfel ist gesund, ist lecker. Wunderbar. So, ja gut, das mit dem Füttern hat jetzt nicht ganz so geklappt. Ich habe offscreen auch mal wirklich alles gefüttert und alles zweimal abgegangen. Habe auch Opfergabe gebracht und allem drum und dran. Ich habe echt keine Ahnung, was da passiert ist. Da ist nichts passiert. Ich lasse es jetzt einfach mal so liegen. Ich guck mal, ob die jetzt da oben ist. Okay. Ah, jetzt ist er wieder da. Okay, der Pirat ist wieder da. Dann will ich gleich mal mit Lizio sprechen. So, die Regatta ist wahrscheinlich unten. Kleines Schiffsmädchen, denk dran, dich vor der Sonne zu schützen. Okay, dann will ich mal zum Mitternachtsstrand. Ja, da ist sie doch. Perfekt. Genauso wie ich mir das gedacht habe. Ja, die sind während des Piratenrennens wahrscheinlich einfach weggegangen. Rikita, dein Onkel Akila hat gesagt, ich soll dir diese Karte geben. Ich bin gerade sehr beschäftigt. Ich habe eine unterirdische Höhle gefunden, die nirgendwo dokumentiert ist. Ich muss sie mir sofort näher anschauen. Wie du willst, dann suche ich eben allein nach dem Schatz. Hier stimmt etwas nicht mit... Hey, stimmt irgendetwas nicht mit Akila? Nein, wieso? Er ist einfach ein komischer Elit. War ja schon immer. Deshalb mag ich ihn. Unsere Familie war nie sehr nett zu ihm. Aber ihm war das egal. Ich glaube, die Bewohner von Quelis mögen ihn nicht besonders. Das stimmt wahrscheinlich. Vielleicht ist es auch einfach nur so, dass die Bewohner von Quelis nicht so gut mit Fremden zurechtkommen. Das könnte sein. Vergiss den Schatz nicht. Finde den vergrabenen Schatz und bring ihn zu Akila. Ja, die Frage ist, wo ist der? Muss ich gucken, wo der ist. Aber ich denke mal, Schaufel und so ein Kram haben wir ja. So. Der ist hier. Ist der wirklich hier? Ich fände das ein bisschen komisch. Oder habe ich den aus Versehen schon ausgegraben? Schatzbuch. Ich glaube, den habe ich schon gefunden. Da war ich, glaube ich, ein bisschen zu schnell. Weil der müsste hier nämlich irgendwo vergraben sein. Aber hier habe ich ja schon ein, zwei Sachen ausgegraben. Na gut, dann war das wahrscheinlich da hinten das. So, ich muss sowieso nach Quelles. Da muss ich mit der Saimi nochmal quatschen. Und, ja, da kann ich auch gleich den Schatz zu Akila bringen. Und dann mache ich mir nochmal einen kleinen Überblick, was ich dann langsam alles noch brauche. Weil es sieht nämlich so aus, als würde es wirklich alles langsam zum Ende gehen.
Die Akachi wird wahrscheinlich noch 2 bis 3 Quests über sich ergehen lassen. Bitteschön. Ansonsten, ja, Akila braucht auch noch einiges. Naja, aber das kriegen wir schon hin. Mal gucken, ob das die letzte Aufnahmesession wird. Oder ob ich dann noch 1, 2 Parts raushaue. Mal sehen, mal sehen. Wir haben den Schatz gefunden. Im Innern war ein weiteres Buch. Perfekt. Genau, was ich erwartet hatte. Hast du etwas über die Tempel herausgefunden? Das Buch ist nur eine Sammlung kurzer Fabeln. Jede Fabel jedoch enthält jedoch ein Körnchen Wahrheit. Es gibt eine Verbindung zwischen den Quellen und den Tempeln. Anscheinend haben die Bewohner von Mara diese Flüssigkeit als Energiequelle benutzt. Das stimmt, sie ist auch der Treibstoff für mein Boot. Könntest du mir etwas von diesem Treibstoff bringen? Fülle die Flasche mit dem Tempelmaler. In einem Tempel mit Maler. Ja, kann ich machen. Weiß zwar nicht, warum er das selbst nicht macht. Ich meine, muss ja nur dafür darüber gehen. Und dann hat er das ja. Naja gut, ist egal. Ist halt ein Aristokrat. Der scheint es so ein bisschen gewohnt zu sein, dass man Sachen für ihn erledigt. Was ja an sich gar nicht schlimm ist. Die Chor macht das ja gerne. Doch. Achso, okay. Hat schon gemacht. Okay, wurde nicht angezeigt. Dementsprechend hatte ich nicht gedacht, dass das schon getriggert ist. Na gut, Akila, mein Lieber. Dann wollen wir mal und werden dir dann diese Flasche bringen. Mal gucken, was du dazu zu sagen hast. Ja, ist ja gut, kleines. Ja. Wirklich sehr interessant. Die Energie, die das Maler ausstrahlt, ist von einzigartiger Reinheit. Und sein Schimmer einfach fantastisch. Du magst hübsche Sachen wirklich, nicht wahr? Und das höchste erstrebenswerte Gut ist absolute Schönheit. Allerdings ist sie nur ein Hirngespinst. Ein Hirngespinst? Etwas Unmögliches. Genau wie der Versuch, die Mysterien der Tempel zu enträtseln. Ich fürchte, wir haben uns völlig umsonst so lange darüber den Kopf zerbrochen. Es wird mir nie gelingen, sie zu verstehen. Naja, so schlimm war es auch nicht. Immerhin haben wir ein wenig Zeit miteinander verbracht. Jo, Chor, ich habe weitere Nachforschungen über den alten Tempel angestellt. Es gibt eine Insel nicht weit von hier. Auf ihr sollte einer der Tempel zu finden sein. Oder zumindest dessen Ruine über eine Quelle. Dort wirst du eine Art Vase finden. Bring mir dieses Objekt. Okay. Suche auf der mysteriösen Dschungelinsel nach der Vase. Ich glaube, das habe ich schon gemacht. Das habe ich schon gemacht. Ich musste ziemlich weit fahren, aber ich habe die Vase gefunden. Oh. Da war mein abenteuerlicher Neugiersinn. Naja, genau wie ich vermutet hatte. Dieses Meer ist von Spiralen besessen. Sie sind überall, in den alten Schriften, auf Statuen, auf diesen Objekten. Und warum ist das so? Vielleicht sind sie eine Art Glücksbringer. Ähnliche Symbole gibt es auch in den anderen Kulturen. Ich glaube nicht, dass sie heutzutage noch von Nutzen sind. Ich finde, sie sehen hübsch aus. Und dann behalte sie. Sie passt sowieso nicht in meine Sammlung. Vielen Dank. Akila, du siehst traurig aus. Nein, gar nicht. Ich habe mir nur gerade ein altes Lied angehört. Es hat mich an mein Zuhause erinnert. Du vermisst es wahrscheinlich. Die Bewohner von Quelle sind nicht sehr freundlich zu dir, oder? Nun ja, ich kann es ihnen nicht verdenken. Ich bin nun mal ein Elit, ob es mir gefällt oder nicht. Ich glaube, die Guidos brauchen mehr Mädchen wie dich. Ganz genau. Mehr Leute wie Akachi und Onze und Mayo und Brahm. Sie sind super lieb und meine besten Freunde. Was ich an Deva am meisten vermisse, ist das Feuerwerk. Was ist ein Feuerwerk? Oh, es würde dir gefallen. Hör zu, ich erzähle dir, wie du es selbst herstellen kannst. Du musst aber jedoch sehr vorsichtig sein. Versprochen. Ah, super.
Jetzt können wir also Feuerwerk machen. Das bedeutet, ich könnte jetzt auch anfangen, die Mine zu verbessern. Da muss ich nur gucken, wie ich das mit den Fässern mache. Ich gehe erstmal zu Akachi und gucke mal, ob ich bei ihr irgendwas dafür kaufen kann. Zumal ich ja sowieso Nägel brauche. 1, 2, 3, 4, 4, 5. Wunderbar. So, Fass mit Schießpulver. Okay, das kann ich doch auch herstellen. Dafür brauche ich noch Kohle und Bananen. Ich liebe die Arbeit in der Schmiede, aber ich wünschte mir, ich würde nicht immer so schmutzig werden. Ah, okay. So, das bedeutet, ich brauche Kohle. Ah, das wird mal wieder ein Spaß. Das bedeutet, ja, ich muss halt nur gucken, ob ich irgendwo Kohle kaufen kann. Oder ob ich Dingsbums machen muss. Wie läuft es mit den Piraten? Ich glaube, ich habe sie überzeugt. Fantastisch, wir können alle Hilfe brauchen, die wir kriegen können. Ich wollte dich wegen Hakus Brief fragen. Welcher Brief? Als ich dich das erste Mal getroffen habe, hast du einen Brief erwähnt. Ich habe mich gefragt, ob du noch etwas für mich hast. Ich? Nein, ich glaube nicht. Ich habe diese Elite wieder auf der Insel gesehen. Du solltest mit Akachi reden. Sie war vor einer Weile bei ihr. Wirklich? Ja. Die Zeit dringt vielleicht nicht mehr, als wir dachten. Ah, die Zeit dringt vielleicht mehr, als wir dachten. Ich werde sie fragen. Okay. Akachi und Fink. Okay. Mache weiter mit Koa. Feuerwerk, Koa, weiter mit Akachi und Herrn Echo. Weißt du was, ich will jetzt erstmal... Der müsste nämlich hier sein. Ich will jetzt erstmal mit dem anderen sprechen. Ist das Lizio oder ist das der andere? Das müsste eigentlich Lizio sein, was mich wundert. Kleine Schnelle, denk dran, okay. Und da ist die andere Dame. Warum ist die jetzt auf einmal dort? Ich meine, ist es okay, dass die durch die Meere radeln? Aber... Rikita, du siehst besorgt aus. Um genau zu sein, ich bin wütend. Stimmt etwas nicht? Als man mir vom Piratenleben erzählt hat, habe ich eines nicht erwartet. Was denn? Sie sind alle so furchtbar dreckig. Es schaudert mich davon, zu der Versammlung an der verbotenen Felsklippe zu gehen. Wirklich? Vielleicht hast du auch nur einen Reinigkeitsfimmel. Das ist genau das, was ein Dreckspatz sagen würde. Hey, es ist nur, dass ich von diesen Leuten wirklich enttäuscht bin. Gibt es etwas, das ich für dich tun kann? Ich kann dir das Rezept für Elite-Seife geben. Vielleicht könntest du sie an die Piraten austeilen. Gut, ich werde Seife für dich herstellen. Bring mir bitte 4 Stück Seife. What? Wo ist denn jetzt überhaupt der andere Typ? So, hier kann ich das Boot verlassen. Die Frage ist, wo ist der? Sprich mit Herrn Echo, aber der ist doch gar nicht auf seiner Heimatinsel. Oder vielleicht doch? Ich guck mal auf der Karte gleich. Nee, der Herr Echo ist da nicht. Da muss ich mal gucken. Vielleicht ist der auch hier oben. Hier ist er auch nicht. Wo ist der denn? Goldinselchen? Unwahrscheinlich. Doch, da ist er, Tatsache.
Na gut, die Mayo will was von dir, mein Lieber. Hey, Ecke, okay, kannst du mir vielleicht etwas von dir geben, das du nicht mehr brauchst? Was meinst du damit? Eine Freundin von mir möchte auch gerne eine Piratin werden. Sie bewundert dich und hätte gerne ein Souvenir von dir. Kein Problem, kleine Kapitänin. Meine Fans stehen für mich an erster Stelle. Mal schauen, was wir hier haben. Wie wäre es mit einer Sonnenbrille? Inklusive Echo-Logo. Ansonsten habe ich hier noch einen Zylinder und eine Zahnprothese. Hast du auch etwas Piratiges? Lass mich nachdenken. Ich hatte früher mal einen goldenen Piratenhaken. Aber dieser verdammte Moor hat ihn mir gestohlen. Wer ist das? Ein riesiger Vogel. Aus der Ferne sieht er aus wie eine Möwe, aber das ist nur ein Trugschluss. Er hat mir vor einigen Jahren meinen Piratenhaken stibitzt. Ich bin mir sicher, dass er noch immer in seinem Nest liegt. Du bist noch jung, vielleicht schaffst du es, zu seinem Nest hochzuklettern. Ich mache mich sofort auf die Suche. Hey, nicht so schnell. Sei bloß vorsichtig mit dem Vogel. Bring den Piratenhaken. Okay. Ist der vielleicht wirklich hier im Goldinselchen, was ich nicht glaube? So, okay, warum eigentlich nicht? Feuerwerk. Erkunde ich bei Akachi. Kulufelsen. So, wie gesagt, die Sternchen sind Dingsbums. Sind Tiere. Und da ich eigentlich aktuell genug Tiere habe, würde ich sagen, schick das erstmal. Jo, dann will ich den goldenen Haken wiederfinden. Mal gucken, ob der hier irgendwo rumliegt. Da ist der Haken. Okay, dann ab nach Quelles. Und der Mayo den Haken gebracht. Schaffe ich aber nicht mehr. Ich würde sagen, wir schlafen im Boot. Ist zwar nicht so erholsam, aber so viel Energie haben wir jetzt eh nicht mehr verloren. Von daher passt das. So, wunderbar. Mit Fink, weiter mit Koa. Feuerwerk, weiter mit Koa, weiter mit Koa, weiter mit Akagi. Das zur Mayo bringen, weiter mit Koa, mach weiter mit Lizio. Und mit Taima sprechen für den nächsten Auftrag. Wo ist denn die Taima? Ich muss mal ein bisschen Seife herstellen. Die Frage ist nur, wenn das eine Handwerkszutat ist, ist es eigentlich kein Problem. Weil dann kann ich das nämlich bei der Akagi machen. Ich gehe direkt zur Akagi. Ich meine, hab da jetzt keine Lust, bis um 10 Uhr zu warten, um der Mayo den Haken zu geben. Ich muss sowieso noch was essen. Oh, Spiegelei, super. Und noch ein Pfirsich. Und noch ein Pfirsich. Da ist es ein super Essen. Ein paar Früchte. Und ein paar. Ein Spiegelei, das ist eigentlich ein guter Start in den Tag. Vielleicht ein bisschen viel. So, Akagi. Erstmal will ich zur Werkbank. Was brauche ich denn für die Seife? Zwei. Drei. Vier, super. Akagi, haben dich die Elites belästigt? Sie waren ein wenig aggressiv. Die Frau unter ihnen ist besonders unangenehm. Sie wollten wissen, ob ich meine Schmiede verkaufen will. So etwas kann ich gar nicht leiden. Davon habe ich richtig schlechte Laune bekommen. Wer ist da? Keine Sorge, es ist nur Koa.
Lithio. Oh, hallo Koa. Entschuldige, dass ich nicht herausgekommen bin. Was machst du denn hier in der Schmiede? Hm. Ja, es hat sich herausgestellt, dass er mich nie auf meiner Insel, nie auf dieser Insel besucht, weil Pilli, Milli und Tilli seine Schwestern sind. Und ich hoffe, ich muss nie wieder herkommen. Sie jagen mir Angst ein. Anscheinend waren sie nicht allzu nett zu ihm, als sie Kinder waren. Und er fürchtet sich immer noch vor ihnen. Deswegen treffen wir uns immer auf seinem Boot. Oder er versteckt sich hier. Oh, armer Lithio. Mach dir keine Sorgen um mich. Vielleicht können dir Noah und Caleb mehr über die Sache mit den Illits erzählen. Ich weiß, dass sie auch bei ihnen war. Danke, Akachi. Okay. Erstmal mit Akachi weitersprechen. Hallo, Akachi, wie geht's mit Lithio? Er fürchtet sich ein wenig wegen der Sache mit seinen Schwestern. Um ehrlich zu sein, genau darüber wollte ich mit dir sprechen. Kannst du mit ihnen reden? Auf dieser Insel haben alle Angst vor ihnen. Ich habe keine Angst. Ich dachte mir schon, dass du das sagen würdest. Ich werde mit ihnen reden. Okay. Ja, aber warum? Warum haben denn alle Angst vor denen? Ich meine, so gut, die sind jetzt nicht unbedingt freundlich. Und ein wenig enthusiastisch, aber so schlimm finde ich die jetzt auch nicht, dass man von den Schiss haben muss. Okay. Weiter mit Koa und Mayo. Ja, ich bringe das jetzt erstmal zu Mayo. Bevor ich hier zu den Damen gehe und mich anpöbeln lasse. Ja, so sind die. Aber na gut, das habe ich mir von Anfang an schon so gedacht. Schau, der Piratenhang von Herrn Echo. Wirklich? Sagst du diesmal die Wahrheit? Ich schwöre es bei meinem Boot. Oh, ich könnte platzen vor Freude. Und er riecht ein wenig streng. Nicht so wichtig. Das ist ein echter Piratenhaken. Du hast mich reingelegt, Koa. Warum? Ich habe überhaupt nicht weniger Arbeit, seit die beiden zusammenarbeiten. Das habe ich dir auch nicht versprochen. Ach nein, das Ziel war, Aman zu helfen. Es geht ihm schon viel besser. Das war wirklich eine großartige Idee von dir. Du verdienst eine Belohnung, Koa. Du willst mir eine Belohnung geben? Wirklich? Ja, wirklich. Als ich noch ein Kind war, hatte ich eine Schaukel aus Holz, auf der ich viele schöne Stunden verbracht habe. Vielleicht bereitet sie dir auch so viele Stunden, wenn du... So viele schöne Stunden, wenn du sie auf deiner Insel aufbaust. Wir Katzenkinder schaukeln, wenn wir uns entspannen wollen. Vielleicht funktioniert das auch für kleine Mädchen. Hm, ich traue dem Ganzen noch nicht so recht. Wunderbar. Noho. Und zum Markt. Passt eigentlich. Milli, Pili, Tilli, wir müssen über Lithio reden. Dieser kleine Strolch. Wo steckt er? Ich will ihn sofort sehen. Er ist nicht hier, aber er würde gerne die Insel besuchen. Dann soll er hierher kommen. Wir können es kaum erwarten, ihn wiederzusehen. Wirklich? Natürlich. Er ist unser kleiner Bruder. So schwächlich. Als wir noch Kinder waren, haben wir ihn ständig geärgert. Vielleicht will er deshalb nicht herkommen. Ihr hört jetzt besser damit auf. Lithio möchte gerne die Insel besuchen. Aber nur, wenn ihr aufhört, ihn zu ärgern. Versprochen, wir werden ihn nicht ärgern. Hier, nimm diesen Lutscher. Lithio hat diese Lutscher immer geliebt. Wenn du ihm den Lutscher gibst, weiß er, dass wir ihn nicht wirklich, dass wir ihn nicht vergessen haben. Vielen Dank, ich werde ihm den Lutscher geben. Boah. Puh, okay. Dann werde ich trotzdem gleich hier unten mit den Fischern sprechen. Mit den beiden. Mit den beiden Chillern hier. So, der hat mir nichts mehr zu sagen, aber der Noho noch. Hallo Noho! Hallo Kind, ist alles in Ordnung bei dir? Nun ja, ich wollte dich fragen, ob hier vor kurzem eine Illit-Frau vorbeigekommen ist. War sie ungefähr so groß mit violettem Haar? Ja, die meine ich. Ja, sie war vor einiger Zeit hier. Was wollte sie? Sie wollte all das hier kaufen. Sie hat uns ein Vermögen geboten, vom Baron persönlich bezahlt. Aber all das hier steht nicht zum Verkauf. Caleb und ich haben Jahre gebraucht, um all das hier aufzubauen. Wir sind viel gereist, weißt du. Immer zusammen, kreuz und quer durch ganz Kühl. Wir geben unseren Besitz nicht einfach so der erstbesten Person, die hier auftaucht. Das hier ist unser Zuhause. Okay, das ist gut. Dann wurde sie ein wenig schnippisch. Und ich sage dir, in meinem Alter, ich war einmal in einer großen Stadt im Süden, um dort den Preis von einigen Stoffen zu verhandeln. Die Guido, die mich bedient hat, war fürchterlich.
was mir damals natürlich Angst machte. Aber Caleb ließ sich nicht einschüchtern. Absolut nicht. Er schaute ihr direkt in die Augen und wiederholte den Preis, den ich zahlen wollte. Dreimal. Sie hörte ihm mit großen Augen zu. Und schließlich was? Nichts. Die Stoffe waren wirklich hässlich. Das waren sie wirklich. Gut, vielen Dank. Du solltest mit dem jungen Mann reden, der in dem Anwesen wohnt. Aquila, ja. Die Elite-Frau ist in seine Richtung gegangen. Vielleicht verstehen sich die Elites ja untereinander besser. Alles klar. Jetzt werden wir nochmal zu den ganzen Jungs hier hin und her gescheucht. Ist nicht ganz so schön, aber na gut, kein Problem. Ja, Akachi, Aquila und ja, irgendwo muss ich Kohle herfinden. Aber wir haben hier nicht so viele Händler. Handel? Nein, ich glaube nicht, dass die hier Kohle verkaufen. Das muss ich schon irgendwie selbst finden. Wie viel Geld habe ich denn noch? Ich habe nicht mehr so viel. Die Koa wird arm. Aber solange ich noch alles bezahlen kann, was ich brauche, finde ich das jetzt nicht so tragisch. So, handeln. Super, dass ich hier Kohle kaufen kann. Ah ja, ich kann hier Trüffel verkaufen. Das ist super. Wunderbar. Ich würde mal sagen, 5 Trüffel behalte ich trotzdem. Ja, jetzt habe ich auch wieder ein bisschen Geld. Ja, Zitrone kann sie auch gerne 20 haben. Sonnenblumen habe ich auch mehr als genug. Das schickt aber so viele Sonnenblumen, will ich denn nicht geben. Wunderbar. So, dann habe ich wieder ein bisschen Geld. Das ist wunderbar. Und da ich ja sowieso noch mit Aquila sprechen muss. So. Schaukel, Akachi, Koa. Koalizio. 4 Stück Seife zu Regatta. Perfekt. Aquila und dann zu Akachi. Oder Aquila. Ich weiß nicht genau, wie der ausgesprochen wird, ob Aquila oder Aquila. Dementsprechend. Na, ist ja auch egal, ist ja nicht so wichtig. Wichtig ist, dass wir hier vorankommen. Und dass wir Mara retten. Und du würdest dafür zahlen? Natürlich. Wir scheuen keine Kosten und Mühen. Dann gehört er dir. Ich bin sicher, er wird einen besonderen Platz in deiner Sammlung einnehmen. Das ist nicht einfach ein Dekorationsgegenstand. Wie kannst du hier auf diesem armseligen Planeten eigentlich leben? Ehrlich gesagt, das macht mir weniger aus, als du denkst. Ich hege nicht dieselben Vorurteile wie der Rest unseres Volkes. Du bist einer dieser Adligen, die nicht an die Idee des Fortschritts glauben. Nein, ich glaube an meinen persönlichen Seelenfrieden. Oh. Der Rest ist irrelevant für mich. So ein Unsinn! Nun, damit ist unser Geschäft abgeschlossen. Auf Wiedersehen. Hey, Aquila, was wollte sie von dir? Koa, die anderen Leute zu belauschen, gehört sich nicht. Das weiß ich. Sie wollte einen Stein, den Regatta vor einiger Zeit gefunden hatte. Er hat eine Spirale und 4 große Kreise. Ich habe eine Kopie dieser Inschrift angefertigt. Ich fertige immer eine exakte Kopie meiner Besitztümer an. Er wird dich etwas kosten, aber ich kann sie dir verkaufen, wenn du willst. Du würdest sie mir also nicht umsonst geben? Sogar wenn ich diese bösen Elites damit ärgern könnte? Ich würde liebend gerne diese langweiligen Elites ärgern. Aber ich würde mir auch gerne neues Silberbesteck kaufen. Ich hoffe, das wird nicht zu teuer. Hier, bitte sehr. Ah, angenehm, die Geschäfte zu machen. Ich hoffe, das hilft dir weiter. Das sieht ein bisschen aus wie die Spirale auf meinem Tor. Okay. Kopie des Runensteins. Gefällt mir jetzt nicht so, dass der die Kopie hat. Aber dann ist das halt so. Trotzdem würde ich gerne den Lolli hier nochmal zu Akachi geben, für den Lizio. Ich glaube, mit Lizios Schwestern ist jetzt alles geklärt. Sie haben mir gesagt, dass ich ihm diesen Lutscher geben soll. Ich bin mir sicher, dass er ihn an seine Kindheit erinnern wird. Ich werde ihm den Lutscher geben. Vielen Dank.
Wunderbar. Ich habe eine weitere Bitte an dich. Wie kann ich dir helfen? Kannst du für mich zum Metallkoloss im Norden gehen? Dort liegen ein paar Teile, die ich brauche, aber ich kann sie leider nicht selbst holen. Kannst du dich nicht dorthin bringen? Unmöglich. Er trägt die Kälte nicht und er weigert sich, eine Jacke anzuziehen. Er trägt immer nur dieses kitschige Hemd. Okay, ich besorge dir die Teile. So, bringe ein Roboterteil des Roboterkolosses im Norden zu Akachi. So, das ist hier der eiserne Koloss. Es wäre ganz cool, wenn der irgendwann funktionieren würde oder so, um die Elites dann zu vertreiben. Das wäre super. Saimi, Aquila hat mir das hier gegeben. Die Elites waren an diesem Symbolen sehr interessiert. Das ist ein Symbol für Mara. Ein alter Aberglaube. In vielen Ruinen findet man uralte Spiralen. Gib mir etwas Zeit, um nachzuforschen. Ich werde versuchen, mehr herauszufinden. Wenn ich mehr weiß, melde ich mich bei dir. Ist gut. Okay, etwas sehr Interessantes wird bald passieren. Okay, dann wird... Chor. Ah, hast du mich erschreckt? Das tut mir leid, aber es ist dringend. Stimmt etwas nicht? Sollten wir es ihr sagen? Ja? Sei nicht schüchtern. Hm? Na komm. Du musst die Tempel in Mara besuchen und eine Opfergabe bringen. Die Quellen des Malers sind aufgewühlt. Wir haben dich beobachtet und du scheinst würdig zu sein. Ich habe im Moment keine Zeit. Es tut mir leid, Chor. Du scheinst es nicht zu verstehen. Das hier ist sehr wichtig. Du musst es tun. Wirklich? Du im Moment scheint nicht so, als wäre sie bereit dazu. Ich weiß, ich weiß. Ich bestehe drauf. Mit wem redest du da eigentlich immer? Das wirst du in den Tempeln herausfinden. Die Naturgeister Maras brauchen dich. Die meisten von ihnen sind friedliche Wesen. Ich verstehe. Wenn du sie siehst, dann weißt du, dass alles in Ordnung ist. Ich würde dich nicht darum bitten, wenn ich mir keine Sorgen machen würde. Verstehst du? Gut, ich werde mich drum kümmern. Bringe eine Opfergabe zu den Quellen im Tempel von Quelles. Okay. Okay, weißt du was? Ich mache das so, ich gehe zum Eisernen Koloss. Bring der Akachi den Tempel. Das Stück. Wunderbar. Und dann kann ich auch gleich Dingsbums. Dann kann ich auch gleich das Feuerwerk herstellen. So, trotzdem würde ich gerne nochmal zu Aquila gehen und ihm die Barren aus dem merkwürdigen Metall des merkwürdigen Metalls verkaufen. Dass ich dann einfach, das mache ich aber nach Akachi. Dann kann ich ihm nämlich auch genau im gleichen Moment das Feuerwerk bringen. Wenn ich genug habe, aber weißt du was? Ich kann doch genau direkt hier nochmal hingehen. Und mir noch ein bisschen Kohle holen. Dann sollte ich das doch eigentlich schaffen. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ach, weißt du was, komm. Ich gehe jetzt hin, verkauf den Kram. Dann zu Akachi und dann wieder zurück. Handeln. Verkaufen. Nein. Ja. Der zahlt mir viel dafür. Wunderbar. Supi. Gut. Und jetzt zu Akachi. So, erstmal das Feuerwerk herstellen. Dafür fehlt Fass mit Schießpulver. Zwei Stück. Okay. Nein, mir fehlen Bananen. Das war unglaublich. Der Koloss, ja, das ist er wirklich. Hast du ihn berührt? Hast du auch einen kleinen Stromschlag gefühlt? Nein, ich habe nichts Besonderes gefühlt. Vor ein paar Monaten habe ich einmal diese Tattoos bekommen, nachdem ich dort war. Ich weiß nicht warum. Vielleicht wurdest du dazu auserwählt, ihn zu steuern. Glaubst du wirklich? In manchen Nächten weckt mich ihr blauer Schimmer auf. Mir gefallen sie, sie stehen dir. Ich danke dir sehr, Chor. Hier einige Materialien für dich.
Wunderbar, das bedeutet, die haben wir jetzt auch abgeschlossen. Wunderbar. Ich brauche Bananen. Die Frage ist, wo finde ich Bananen? Bringe eine Opfergabe zum Tempel von Quellis. Habe ich überhaupt genug davon? Wenn das wirklich nur dieser Tempel ist. Na gut, Tempel von Quellis, ne, hat er gesagt. Das bedeutet, das wird schon richtig sein. Ein Brombeersaft. Das gibt Tinte im Füller. Kann man wieder schreiben und weitermachen. Jo. Blue, ich glaube, das hast du nichts Seltsames bemerkt. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob ich träume oder wach bin. Es sind die Naturgeister von Mara. Sie verlangten nach deiner Anwesenheit. Du bist jetzt bereit. Wofür? Dein Schicksal in Mara zu akzeptieren. Deine Zeit als Wächterin kommt bald. Nicht wahr, mein Freund? Du meine Güte, er ist einer von ihnen. Ja, er ist sehr scheu. Er begleitet mich seit einiger Zeit. Und sie haben auch Flausen im Kopf. Sie mischen überall in Mara mit. Mal hier, mal dort. Was kann ich für sie tun? Sei einfach du selbst. Du bist stark, Hoa. Du bist die Nachfahrerin einer wahren Wächterin. Das bin ich. Danke, Blue. Ja, das werde ich dir sagen. Er möchte, dass du beim nächsten Mal Süßigkeiten mitbringst. Da kann er sich drauf verlassen. Und rede mit Saimi. Diese Naturgeister wissen alles, hm? Okay. Trotz alledem. Werde ich das heute nicht mehr schaffen. Okay, ich brauche Bananen. Wo finde ich denn die Bananen? Ich glaube nämlich, dass Bananen hier etwas, dass hier Bananen ein bisschen schwierig sind. Weil die hier nicht immer wachsen. Die wachsen sehr selten, habe ich das Gefühl. Ja. Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal hier schlafen. Und dann gucke ich mal, ob ich Lithio finde. Ja, hier so abgegrast habe ich genug. Das sollte eigentlich erstmal schicken. Vielleicht kann ich bei Lithio noch ein paar Bananen kaufen. Werkstatt. Ich brauche aber zwei. Für das Feuerwerk brauche ich zwei Fässer. Hinterfragen wir nicht, warum man Bananen braucht, aber okay. Punihöhle müsste der Lithio sein. Ja. Dann kann ich mal gucken, ob er mir Bananen verkauft. Ich glaube allerdings nicht. Das ist schade. Handeln! Nö. Aber das kann er haben. Warte mal, wenn ich hier schon bin. Lithio, haben dir die Süßigkeiten von den Marktfrauen geschmeckt? Du warst das also. Was ist denn das Problem mit den Süßigkeiten? Als ich noch ein Kind war, haben sie mir immer klebrige Süßigkeiten in die Haare geschmiert. Sie waren eifersüchtig auf meine langen Haare. Oh, ob Pferdeschwanz oder Haarknoten, ich sah immer hübscher aus als sie. Mir Süßigkeiten zu schicken, ist für sie ein gemeiner Witz. Oh, das wusste ich nicht. Das tut mir leid. Jetzt möchte ich einen Wackelpudding. Ich mach dir einen, als Wiedergutmachung für die Süßigkeiten. Ja, bitte. Okay. Na gut, trotzdem brauche ich noch zwei Dingsbums. Zwei Bananen. Die Marktfrauen sind ganz schön gemein.
Ich meine, klar, so kleine Neckereien, okay, aber dass denen das so aufregt, Indizio, ist auch schon ein bisschen komisch. Na gut, Wackelpudding, dafür brauche ich noch Zucker. Den finde ich hier nicht. Das bedeutet, ich muss nach Quelis. Oh, dieses Hin und Her, Leute. Ich kann es mir echt... Ich kann es mir vorstellen, dass das Leute abgenervt hat. Das ist grausam. Es ist wirklich nervig. Auf Dauer. So, das bedeutet, ich muss mal gucken, ob ich einfach mal die Restauranttypen hier abklappe. Ich glaube aber nicht, dass die mir Bananen und Zucker verkaufen. Dementsprechend handeln. Och. Na gut, mache ich es einfach so. Und trotzdem will ich mal gucken, ob die hier Bananen verkaufen, aber ich befürchte nicht. Nein. Wäre ja zu schön gewesen. Wäre zu schön gewesen. So, handeln. Nein. Auch nicht. Sprich mit Blue für den nächsten Auftrag. Ah, komm, gleich zu Lizio. Und dann mache ich mit der Quest gleich weiter. Da ist noch ein Hühnchen, aber ich habe mehr als genug Tiere. Hier hast du deinen Wackelpudding. Sehr gut, Wackelpudding. Stimmt etwas nicht? Meine Schwestern haben den Wackelpudding gehasst, den unser Vater immer gemacht hat. Sie mussten sich immer übergeben, weil er so voller Klümpchen war. Apropos, kannst du mir etwas Papier bringen? Ich habe da eine Idee. Okay. Super. Ich habe alles dabei. Dann musst du jetzt Helio anrufen. Er ist unser bester Totengräber. Er arbeitet auch als Kartenmacher. Er hat ein paar seltsame Hobbys. Ich finde das toll. Alles ist vorbereitet. Chor, vielen Dank für deine Hilfe. Na gut. Hallo, Chor. Was machst du denn hier auf Lizios Boot? Wir segeln nur umher. Chor, könntest du mir einen Gefallen tun? Stimmt etwas nicht? Akachi ist besessen von diesem Metallkoloss. Ich weiß. Aber er ist hoch im Norden und dort ist es so entsetzlich kalt und Lizio ist ein kleiner Feigling. Das stimmt überhaupt nicht. Mir wird von der Kälte nur schwindelig. Ich wollte dich fragen, ob du bereit wärst, eine Mütze und einen Schal für ihn zu stricken. Natürlich. Hier hast du die Strickmuster und Lizios Maße. Das werden noch nützlich sein. Klingt jetzt doof, aber habe ich schon. Eine Mütze und einen Schal, damit du schön warm bleibst, Lizio. Auf diese Weise könnt ihr gemeinsam nach Norden fahren. Ja, ich glaube schon. Perfekt, passt wie angegossen. Ich werde die Schatzsuche eine Weile ruhen lassen. Hier, Chor, das ist für dich. Viel Spaß. Oh, super. Bauelement, Feuerstelle, wunderbar. Ich will mal was gucken. So, sprich mit Naimi. Wunderbar. Akachi abgeschlossen. Mit Blue, Feuerwerk. Abgeschlossen, abgeschlossen. Bau Mario Schul. Okay, mach weiter mit Chor. Mach weiter mit Chor. Sprich mit Pili für den nächsten Auftrag. Taima. Achso, da wollte ich ja gucken, wo die ist. Da mache ich nämlich mal mit der weiter. Oh, wo ist die denn? Ist egal. Dann bringe ich die 4 Stück Seife mal zu der Risotta. Ich habe die Seife für dich dabei. Ein Stückchen solltest du besser selbst behalten, Mädchen. Was willst du mir damit sagen? Nur zur Sicherheit. Alles klar. Hey Mädchen, mein Onkel Akila braucht eine Leinwand. So etwas findest du nicht in den Tiefen des Meeres. Sie halten sich nicht allzu gut im Wasser. Man muss sie extra anfertigen, aber ich bin nicht wirklich gut darin. Kannst du mir eine besorgen? Ja, was genau brauchst du dafür? Ich habe dir alles hier aufgeschrieben. Ich weiß nicht wirklich, warum er mich nach solchen Dingen fragt. Okay.
Okay. Weißt du was? Ich baue die Schaukel. Ne, ich baue die Schaukel hier vorne. Okay, bauen. Schaukel. Oh, die kann ich bauen. Perfekt. Flacheres Stück Land. Um ehrlich zu sein, die Schaukel passt wirklich gut hierher. Mario, Mario, am Ende sind wir doch Freunde geworden. Super. Jo, abgeschlossen, abgeschlossen. Mache weiter mit Chor. Hier ist auch alles abgeschlossen. Mach weiter mit Chor. Sprecht mit Peli für den nächsten Auftrag. Taima. Und eine Leinwand. Na gut, die Frage ist nur... Ah, die kann ich schon herstellen. Perfekt. So, ich brauche aber trotzdem noch ein Fass. Dafür brauche ich zwei Bananen. Die Frage ist nur... Habe ich wirklich nur Zweige? Wo ist denn die andere hin? Mitternachtsstrand. Ich meine, die ist Station der Elits. Nein. Nein. Ich guck mal, ob ich die irgendwie finde. Warum folgt die mir hier? Erst habe ich sie überhaupt nicht gefunden, die Risotta, und jetzt ist die überall da, oder was? Ich meine aber, die wären mehr im Norden gewesen. Ist das Lizio? Ich glaube aber, ja, Lizio ist das hier. Okay. Fahre ich mal hierher. Ich klapper jetzt einfach mal alles ab, weil ich weiß echt nicht, wo die Dame ist. Unten rechts auf der Karte sieht man das ja, von daher kostet mich das einfach nur einen Haufen Geld. Aber Geld habe ich ja. Ne, verlassene Station. Ich glaube nicht. Da ist der andere. Der hier. Was macht denn der hier? Du hast hier eigentlich nichts zu suchen, Lizio. Naja, Lizio und Akagi. Na super, die beiden. Das ist auch dieser Goldjunge, ne? Ja, hat ein cooles Schiff. Glasauge. Und vergiss meine Trüffel nicht, sobald du sie hast. Nun ja, ich werde dich schon finden. Hey, ich habe deine Trüffel, du Lümmel. Ah, welche hätte ich drüber ausgleichen? Arbeiten wir gut. Ich hoffe, das ist alles, was du brauchst. Ja, das ist alles. Das wird ihnen eine Lehre sein. Lizio hat mir von dir erzählt. War es wirklich? Ja, er hat mir gesagt, dass du eine hervorragende Rennseglerin abgeben würdest. Ereti andererseits, sie ist die allerbeste. Gegen einen fairen Preis könnte ich dir helfen, den Ausgang eines Rennens zu bestimmen. Schließlich bin ich der Schiedsrichter. Und ein Pirat. Du verstehst, was ich meine, oder? Du könntest möglich eine gute Piratin werden. Eine großartige Piratin. Wunderbar. Passt. Ich habe keine Ahnung, was der von mir will. Hey, kleine Kapitän, wenn du willst. Wie du weißt, ich kann mich nicht alles... könntest du mir ein Sandwich bringen? Aber wenn du ein Sandwich willst, machst du doch selber. Kindchen, ich bin einer der größten Piraten in ganz Mara. Widerspreche mir nicht oder du wirst die Konsequenzen tragen müssen. Und jetzt bring mir ein Sandwich, bitte. Hm, in Ordnung. Was? Ich wollte dem Typen kein Sandwich bringen. Ich würde gerne... mit der anderen sprechen.
Ich bin mir nicht sicher, wo ich die jetzt finde. Ich guck mal, wie. Vielleicht finde ich die hier. Nö. Na gut, ich muss sowieso zur Heimatinsel. Okay, zwei Bananen. Na gut. Na gut. Ob die schneller wachsen, wenn ich die Dingsbums? Die Gießer? Taucht ihr überhaupt in den Quests auf? Ja, es geht doch weiter als gedacht. Sandwich, dafür brauche ich Käse. Okay, dann mache ich noch ein Sandwich. Oh, sieht so lecker aus. Weißt du was, ich mache jetzt einfach mit der normalen Quest weiter. Aber vorher gehe ich noch mal im Boot schlafen. Jo. So. Wunderbar. Jetzt mit Saimi sprechen. Ich habe jetzt irgendwie keine Lust, den Laufburschen für diesen Typen zu spielen. Aber immerhin hat er Bitte gesagt. Von daher kann man das dem noch mal verzeihen. Aber lass dich von dem nicht einspannen, Chor. Das hast du nicht nötig. So, Saimi. Saimi. Okay, da bin ich weiter und ich muss mit Blue sprechen. Ich würde sagen, ich spreche erst mit Blue. Der will wahrscheinlich, dass ich in, was weiß ich, in irgendeinem anderen Tempel da auch wieder was als Opfergabe darlege. Und dann spreche ich mit Saimi. Und dann gucke ich nochmal auf meiner Heimatinsel, ob ich da irgendwie schon noch einen Stein oder so schon einpflanzen kann. In dieses große... Aha. Du hast die Naturgeister schon kennengelernt. Ja, ich habe sie in den Tempeln und bei den Quellen gesehen. Nicht alle Naturgeister in Mara sind frei. Einige von ihnen sind gefangen, die Ärmsten. Kann ich ihnen irgendwie helfen? Dazu musst du sie zuerst finden. Eine echte Wächterin weiß jedoch, wie man gefangene Naturgeister aufspürt. Wenn du dich um Mara kümmerst und sie befreist, werden sie dir danken. Ich werde nach ihnen suchen, Blue. Ich werde ihnen helfen, wann immer ich kann. Lausche den Winden Maras. Okay. Blue ist abgeschlossen. Wunderbar. Ich denke mal, wenn ich das Feuerwerk gemacht habe, dann werde ich auch Dingsbums, werde ich mit Akila auch fertig sein. Dann gehe ich jetzt zu Saimi. Ich weiß nicht schon, wir sind schon an der Stunde, aber das ist kein Problem. Da kann ich ruhig gerne ein bisschen länger machen. Wie gesagt, eine Premiere, ein Stündchen zu machen, ist wunderbar. Das ist dementsprechend ganz in Ordnung. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, ja, ich kann es ruhig ein bisschen länger machen. Ich habe gerade, ich weiß nicht, man hat so einen Run. Man kommt mit den Aufgaben weiter und man hat Lust drauf. Und ja, ich muss mir auf jeden Fall, wenn ich gleich die Aufnahme beende, ich mache nicht mehr so lange, werde ich mir auf jeden Fall aufschreiben müssen, wer, mit wem ich noch sprechen muss und vor allem erstmal, wen ich... Ja, da mache ich mir so eine kleine Liste, wer alles da ist und wem ich schon zu 100% fertig habe. Kind, wo warst du? Ich habe mir Sorgen gemacht. Hast du etwas herausgefunden? Diese Spirale symbolisiert die Winde Maras. Die ersten Seeleute nutzten sie als Navigationshilfe. Sie folgten der Spirale der Winde, um an den Ort der heiligen Quellen des Malers zu erreichen.
Aber etwas ist seltsam. Ich habe diese Station der Elites auf der Karte eingezeichnet und sie scheinen durch eine Spirale verbunden zu sein. Und auch die uralten Tempel, in denen sich die schwebenden Quellen befinden. Schau mal, wenn wir sie auf der Karte einzeichnen, und dann noch diese Insel und Dunas, der große Quäbaum im Osten und die verbotenen Felsklippen und die verbotene Felsklippe der Piraten im Westen. Was willst du mit all dem sagen? Schau, das gesamte Meer formt eine Spirale. Alles ist miteinander verbunden. Aber in der Mitte ist nichts. Um ehrlich zu sein, Schiffe haben diesen Ort schon immer gemieden. Meine Insel ist dort. Du wirst dorthin fahren müssen, um zu sehen, was sich im Mittelpunkt befindet. Was auch immer die Elites suchen, es muss dort sein. Vielleicht ist es eine unterirdische Quelle des Maler oder etwas in der Art. Mach ich sofort, aber nicht rennen. Es gibt ja keine Eile, stimmt's? Koa? Kehre zu Koa Elit zurück. Die Elit scheint etwas auszuhacken. Ja, ist nicht so super. Ich würde sagen, ich beende hier die Aufnahme kurz. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Und, ja, und ich gucke nochmal, auf welcher Insel man Bananen findet. Ich hoffe, dass ich da noch ein paar Bananen finde. Bis dahin. Macht's gut, Leute. Tschüss.